herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public. Mit der Asta, dem Mike, dem Toledo, dem Mandy, dem Michael, dem Paul und dem Uwe. Ein wunderschön. Hallo. Wunderschön. Hallo. Oh, jetzt wird es hier einfach nur noch lächerlich gefühlt. Und wir fahren jetzt hier noch in die Bahn. So, guckt ihr das an. Naja, ist jetzt hier nicht mehr viel, was du wegnehmen kannst, sammeln kannst, schwaden kannst. Das ist das richtige Wort, was ich gesucht habe. So. Uwe, stehst du da nur so, oder? Ja, ich stehe da nur so. Sieht so voll bei dir aus. Ich bin auch voll. Aber? Ich bin gerade bei Google Maps. Ah, du bist bei Google Maps. Okay, Entschuldigung. Alter, 4 Stunden? Jetzt sei doch mal nicht so eine Mimose. Bin ich aber. 4 Stunden mit mir ist doch ein Vergnügen, oder ist nicht? Ist der reinste Horror. Hallo. Hallo. Was bist du denn jetzt so? Also 4 Stunden in irgendeinem Haus mit dir ist ja okay, kann man abhauen. Aber 4 Stunden im Auto? Ich glaube nicht, dass er im Auto springen will im Notfall. Ist richtig. Aber dann kommt ja keiner fort. Und dann muss der alte Mann auch noch in den Passat rein, oder was? Nee, gibt ein neues. Oh, Nobel. Aber ist trotzdem was Niedriges. Ja, da komme ich doch nicht mehr rein und raus. Was soll denn das? Es gibt ein Schächen. Ich war heute im Jump Park. Was meinst du, was ich für Rücken habe auf einmal? Was? Wo warst du heute drin? Im Jump Park. Im Jump Park? Selbst an Schulz und Scheiße, Mann. What the fuck ist ein Jump Park mit ganz vielen Trampolins? Oder? Richtig. Und sowas gibt's bei uns? Braunschweig. Ah, okay. Meinst du, wie ich Rücken habe? Weiß ich nicht. Das macht man ja auch nicht. Wer aber, wenn die Sauplagen dahin wollen? Ja, aber ja, hätte gesagt, hier Sauplage, geh da hin. Ich warte dann hier vorne. Genau, da gibt es irgendwie so eine gemütliche Ecke, da kann man Kaffee trinken und. Ja, aber den Plagen aber zugucken. Ja. Okay, also fürs nächste Mal weißt du Bescheid, Uwe. Ah. Uwe, wenn du willst, ne, ich, wie gesagt, hab das gerade schon bei Frauchen eingetütet, wenn wir ein Datum gefunden haben, du da kannst, nehmen wir dich gerne mit, das ist ja kein Problem. Schauen wir mal. Ja, dann hoffen wir, dass wir ein Datum finden, wo ich auch kann. Ja, wir finden einfach ein Datum, wo wir dann können, ist ja easy. Das wird lustig. Hast du jetzt die nächste Zeit so ausgebucht? Ziemlich. Guten Tag, Mali. Hey, mal, wie lange fahre ich denn? Stunde 13. Also bei mir steht 3 Stunden 53, 386 Kilometer. Ja, 3 Stunden 53, da schaffen wir in 3,5, easy. Wo muss ich denn da hin, Mann? Kurz mal Pedal to the Metal, Uwe, und dann geht das. Ja, okay. Auf Verein? Achso, ja, okay, ich muss im Blöd fahren. Uwe. Aber Paul, können wir dich nicht sogar unterwegs mitnehmen? Ihr könntet mich mitnehmen, ja. Siehste, Astra, bitte. Weißt du, dass du das erst finden musst? Wie wird denn HEMA geschrieben? Oh, ja. H-E-M-E-R. Danke, nee. Astra. H-E-M-A. Nee, H-E-M-E-R. HEMER. Da bin ich falsch. Bei Iserlohn. Gut, ich bin bei Neuss. Boah, wer war das? Wer ist da vor das Mikro gekommen? Entschuldigung, hab ich gerade meine Flasche gegen das Mikro gehauen, aber ich dachte, ich glaube, ja, ich hab's auch gehört. Entschuldigung. Ich dachte schon, du wolltest einen Kopfnuss geben oder so. Entschuldigung. 23 Kilometer hat geht. Entschuldigung. Ich war da, Entschuldigung. Das krieg ich hin. Beim Juden. 23 Kilometer ist okay. Achso, ich nehm's doch auf mich, weil ich hab tatsächlich auch gerade was getrunken und hätte es nicht gemerkt. Wie viele Kilometer hab ich ja? Ich hab hier unten drunter den Sensor. Zum Juden. Was sind plus 3? Sind plus 327 Kilometer. Ja, dann ist doch jetzt sei doch mal nicht so. Ja. 3 Stunden also. Was hältst du im Cinque Cento aus? Was soll denn im Cinque Cento sein? Uwe hinten. Also, sagen wir mal so, der neue ist 10 cm easy größer als der alte. Okay, dann hast du ein Großauto gekauft. Ich habe 2 Kinder und 2 Hunde, ja. Ich hab den großen Tschechen genommen. Aha. Bin mit meinem Cinque Cento auch zu Klaas gefahren 2019. Ohne Probleme.
nicht. Ja, aber stell mich dich gerade auf der Rückbank vor. Ja, das geht. Echt, du kannst immer ab auf der Rückbank sitzen, ja, und vorne lenken, ne? Ja. Nee, schon sitzt vorne noch einer, der das Auto fährt. Ja, da gehen aber nur quer. Also die Füße längs über der Rückbank. Ja, ja. Dann ist es nur ein Dreisitzer. Ja. Wir sehen und vier Sitzer das Ding. Ja, ja. Aber wenn ich hinten sitzen muss, ist es nur ein Dreisitzer. Ja. Ich habe noch in keinem meiner Autos hinten gesessen. Ich auch nicht. Ich kann auch in einer abziehen, wie oft ich bei mir auf dem Beifahrersitz gesessen habe. Das auch. Ja, ich auch. Ich sitze bei mir regelmäßig hinten. Ich sitze bei mir auch regelmäßig hinten. Zum sauber machen oder was? Ja. Ja. Naja, dafür gibt's Würmer. Er ferkelt so. Ferkelst du? Warum ferkelst du? Ja, weil ihr eure Autos nicht sauber macht, offenbar. Doch, das lasse ich machen. Ich habe übrigens immer noch Hundehaare auf der Rückbank. Hallo Laila. Wie war das mit hier? Ihr macht eure Autos nicht sauber? Das kann nicht Laila gewesen sein, das ist viel zu lange her. Wer weiß. Da weißt du, wann sie also, meine Hunde waren bei Astra noch nicht im Auto. Nee, aber bei Paul am Hintern. Ah, bei Paul am Hintern, ja, ist schwierig. Das ist richtig. Das solange es nur an Pauls Hintern war. Touché, ja. Touché, ja. So da, wo Paul gesessen hat. Ich bin stubenrein. Mhm. Ja, dann liegt der Berg halt hier auch auf mir. Wir haben auch nicht so viel mit den Hunden beim letzten Mal zu tun gehabt, ne, Mike? Ja, das stimmt auch wiederum. Wir waren mehr im Keller zugange. Wir waren fleißig. Also muss ich den Großen nächstes Mal runterschicken. Der liebt das eigentlich, mittendrin zu sein, statt nur dabei. Das aber der sabotiert ja dann nur wieder. Im Schrank gesehen, ne? So ist... Ja, aber hast du halt gar kein Problem. Hoffentlich denke ich dran, wobei, die müsstet ihr auch haben. Es gibt doch so eine Tierhaarbürste bei dem Dyson. Ich glaube, damit müsste das ganz, ganz gut rausgehen. Ist gar kein Problem, man müsste es auch nur machen. Ah, okay. Das Problem habe ich auch in beiden Autos, dass sich gefühlte Krümelmonster da, also ungefähr sowieso. So 100 Jahre versorgen könnte. Ich müsste unbedingt mal die Rücksitze absaugen. Na, ich sag mal so, ich mach wenn dann nur so, dass ich innen und außen dann zusammen machen kann. Und ja, von außen sieht mein Auto nicht, auch aus wie Pig mittlerweile. Immer wenn ich Zeit hätte im Moment, fängt es an zu regnen auf Mitte der Straße und dann habe ich auch keinen Bock mehr. Schade aber auch. Wenigstens so eine Stunde sauber, weißt du? Dann ist ja aber schon mal Schild vorgeweicht, wenn du durch den Regen fährst. Naja, nee, innen, ne? Astra hat wahrscheinlich keinen Bock, dann im Auto halb zu hängen und die andere Hälfte wird draußen nass, oder? Nein, das geht so überdacht in der Waschstraße. Ja, das stimmt. Also ich muss meine Autos nächstes Mal erstmal vorher einweichen, bevor ich überhaupt die wieder sauber kriege. Boah, ich muss unbedingt auch beide Autos waschen. Das gibt bei uns beim Waschanlager aber ganz gut. Ich fahre in die Waschanlage und dann gehe ich Kaffee trinken. Wenn ich wieder mal Auto einstecke, ist das sauber. Ihr habt so eine coole Waschanlage. Die hatten wir in Hannover auch. Ja. Mit Innenraumreinigung. Die war auch echt nicht verkehrt. Vor allem auch nicht so teuer. Deswegen. Lohnt sich das selber zu machen. Außer habe ich eine Autowerkstatt. Wenn mein Auto in der Werkstatt war, wenn ich wieder mal kriege, ist das innen außen sauber. Ich frage mich gerade, wie oft du mit deinem Auto in die Werkstatt musst. Ich hoffe nicht zu häufig. Nö. Aber allein schon, wenn ich Reifen wechseln lasse, ist das im Service inbegriffen. Alles geil. Dazu sind sie zu sich zu fein, die Autos auch noch zu putzen. Ich kriege nur ausgesaugt oder die Fußmatten, aber die setze leider nicht. Ja, ja gut, die Fußmatten ist ja innerhalb von 30 Minuten. Die wischen sogar meine Armaturenbrett, meine Scheiben. Nö. Ich krieg bei mir nur eine Marker für den Saugauto und einen. Tuch für die Windschutzscheibe. Ich werd sogar vom Hersteller angerufen und werd gefragt, haben die da alles schön ordentlich gemacht? Ja, das ist gut. Das müssen sie nämlich. Aber vom VW-Konzern wurde schon auch früher mal angerufen, ob das gemacht worden ist. Ja, früher ja, aber das ist schon lange, lange, lange her. Na, bei uns machen sie das aber noch. Wenn man Mutter ihr Auto in die Werkstatt gibt, kommt der auch sauber wieder. Nee, da sind sie sich mittlerweile zu fein für die Herren. Okay.
Vielleicht haben sie einfach zu wenig Azubis, die die Fußmatten reinigen können. So eine klassische Azubi-Arbeit, mal schnell das Auto vom Kunden durchzugärchern gefühlt. Bei uns der Autohändler hat sogar eine eigene Waschanlage auf dem Gelände. Ja, wenn du einen großen Händler erwischt, ne, dann haben die auch die eigenen Waschanlagen. Ja. Ich glaube, der Händler, der bei uns hier, der große an der Hauptstraße, müsste das auch locker haben. A und H? Wenn die so... Ja. Ja, so heißen sie. Ja. Ich hätte sie jetzt A, B genannt, aber keine Ahnung. Genau, ich glaube, die haben auch eine Waschanlage. Ja, die bei denen, was, das ist ja auch ein bisschen größer, länger und alles, ne? Ja, deswegen. Die werden ja wohl. Wir hatten uns einen Auto angeguckt bei einem Händler. Der hatte ganz entspannt 807 Inserate online. Dann kannst du dir schon mal überlegen, wie klein die Bude da war. Dementsprechend sah sein Hof aus. Einfach gestapelt gefühlt, die Karren. Die hatten auch eine Waschanlage. Oben in Norddeutschland gibt es auch irgendwie einen Händler, bei dem die ganzen Leasing-Autos kaufen kannst. Das Autohus. Genau. Ja, die haben auch über 3000 Autos. Ja. Aber da habe ich nur noch. Die haben ja sogar einen Deka-Prüfer im Gelände. Die haben nicht nur einen, sondern die haben eine eigene Deka-Prüferhalle, tatsächlich, genau. Finde ich ganz spannend. Ich habe mal eine Reportage über die gesehen. Ich auch. Ja. Weil da geht's auch nicht, dass du dann sagst, ey, der gefällt mir geil, lass mal handeln oder sonst was, sondern die Preise, die aufrufen, sind Festpreise, ne? Also genau. die machen das Gutachten, dann steht dann da, keine Ahnung, 23.127 und dann ist das 23.127 Euro. Nicht ein Euro wird gehandelt. Und da gibt's auch keine Probefahrt, also zumindest nicht, dass du sagst, hier hast du meinen Ausweis, ich drehe mal eine Runde durch die Stadt. Auf dem Gelände kannst du das machen, ne? Auf dem Gelände darfst du fahren, maximal 20 km/h und das war's. Ist doch keine bestimmte Probefahrt. Ja, aber du weißt ja, dass DFT vorher durch den Dicker-Prüfer gegangen ist und komplett durchgecheckt worden ist, das Auto. Also, bei keinem anderen weiß, ob das wirklich passiert ist. Also ich sag mal vorsichtig so, den Wagen, den ich jetzt gekauft habe, bin ich auch nicht Probe gefahren. Nicht? Nö. So, Micha, rüber aufs nächste Feld. Ich denke, der Uwe hat schon geschwadet hat. Ich persönlich würde das halt so... Nee, geschwadet noch nicht, aber Schwader steht hier. Bin ich bei dir, aber ich weiß, was er für eine Maschine hat, ich weiß, wie er geht und ich bin das Pendant dazu gefahren und ich habe jetzt nicht den nochmal explizit mich hinter Steuer geklemmt. Ja. Aber das du, hat, Uwe, ja. Kriege ich noch Hallen, dass ich die restlichen Geräte wegstecken kann? Ach so, wartest du nur auf mich? Warte. Entschuldigung, natürlich. Ach, ich muss noch zum Händler. Also Paul, das ist das gleiche wie beim das Autohus quasi. Also klar, hätte ich das alles machen können. Dachte mir aber, brauche ich ja nicht unbedingt, weil wenn irgendwas ist, habe ich den Anspruch und ich weiß, wie er sich fährt. Von daher war es für mich jetzt nicht so dramatisch. Soll ich mir nur einen Trecker holen, Micha? Toledo, jetzt die Frage, willst du die offenen Hallen aus Holz haben oder willst du die Schüttguthalle haben, um die Geräte unterzustellen? Wie viele Hallen brauchen wir denn für Traktoren? Achso, die steht schon voll. Okay, warte. Das heißt, eigentlich wäre es fast sinnvoll, nochmal so eine Halle daneben zu klatschen. Oder eine dritte, oder wird das zu viel? Von mir aus können wir auch noch eine dritte daneben setzen. Naja, also ich hatte sonst ja mal angedacht oder angeregt, ob wir eine Dings da machen, eine Einfahrt, aber macht ja jetzt keinen Sinn. Nur der Einfahrt willen, das dann quasi zu machen. Oh, der Deutz war ganz schön in den Fritten. 10.000 Euro Reparaturkosten. Können wir da auf jeden Fall nochmal größere Fahrzeuge oder größere Geräte mit reinstellen? Wo habe ich denn jetzt meinen Steuer stehen lassen? So wie ein ADX? Hat
mir jemand meinen Steier hier geklaut? Mach mal deine Tür zu, Uwe. Brauchst du den? Ja. Es sieht. Ich komm zurück. Ich kann mir auch einen anderen Traktor nehmen. Ja, also ich wollte ihn gerade jetzt zum Schwaden nehmen. Und ja, war der erste, wo ich reingetappt war. Nimm doch, dann nehme ich halt den Valtra. Okay, ich merke schon. Ich baue einfach später noch ein paar Hallen, habe ich gehört. Nee, kannst ruhig weiterbauen. Ich würde das gleich erstmal zwischen den Folgen vielleicht kurz verifizieren, ob meine Idee eine coole Idee ist. Okay, machen wir. Perfekt, sehr gut. Liebe Leute, in diesem Sinne, wir sind schon wieder fertig. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.